Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Mit 2 Flugzeugen und 4 Leuten unternehmen wir jedes Jahr eine mehrtägige Reise. In diesem Jahr sind allerdings, Corona-bedingt, alle größeren Touren ausgefallen. Um überhaupt noch etwas unternehmen zu können, haben wir uns dieses Wochenende ausgesucht, an dem zumindest am Samstag und Sonntag schönes Wetter über den französischen Alpen herrscht. Und weil wir gleich am Samstagmorgen schon in den Bergen starten wollen, haben wir uns kurzfristig entschlossen, trotz schwieriger Wetterbedingungen im französischen und schweizerischen Jura noch am Freitag bis Grenoble zu fliegen. Selbst auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht nicht durchkommen. Die kürzeste Route ist die durch die Vogesen. Das hat aber bisher noch nie geklappt und auch heute hängen die Wolken dort einfach zu tief. Also weichen wir wieder etwas nach Osten aus, fliegen durch die Kontrollzone Straßburg und folgen der Route, die ich im hier oben rechts angegebenen Video schon einmal empfohlen hatte. Richtig eng wird's bei Pontarlier, aber wir haben Glück und finden eine Lücke. Danach kreuzen wir noch den Genfersee, dann haben wir das schwierige Leck des heutigen Tages geschafft. Unser Stopover heißt Annemasse, ganze 8 Kilometer vom Stadtzentrum Genf entfernt. Und nun geht's los. Der Flieger ist detailliert gecheckt, die Startvorbereitungen sind quasi abgeschlossen, der Flug an den Genfersee kann beginnen. Dort schließen wir den Flugplan, machen ein Stündchen Pause und fliegen anschließend weiter nach Grenoble-le-Versoux, wo wir ein Hotel gebucht haben. Die Strecke ist landschaftlich nicht so wahnsinnig spektakulär, daher habe ich dieses Mal im Video einen Großteil des Funkverkehrs übernommen. Dazu gehört die Anmeldung beim Streckenlotsen in Deutschland, der Wechsel hinüber zu Straßburg Tower, das Abmelden beim Fluginformationsdienst Genève sowie der Anflug auf Annemasse. Um Zeit zu sparen, sind wir mit der Tango Zulu heute in der Luft verabredet. Wir treffen uns über dem Laacher See und setzen die Reise dann gemeinsam fort. Die Delta Tango Zulu für die Delta Mike Zulu. Wir sind jetzt noch 5 Minuten von euch entfernt. Wo wollen wir uns treffen? Delta Mike Zulu für Tango Zulu über dem Laacher See. Wir sind jetzt sofort in der Luft. Delta Tango Zulu, dann stürzen wir dahin ab. Delta Mike Zulu rollt auf die 28 und startet. Mike Zulu. Information, schönen guten Tag. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, wir sind eine Formation von 2UL, Delta Mike Echo Mike Zulu und Delta Mike Golf Tango Zulu. Beides mit 2 Personen, VFR mit Flugplan nach Annemasse Lima Foxtrot Lima India. Derzeit 2000 Fuß, steigen auf 3000. Bitte öffnen Flugplan und Fluginformation bitte. Was war denn Ihre Startzeit? Delta Mike Zulu Formation Startzeit 1250. Squawk 4451, QNH 1020. Squawk 4451 und QNH 1020, Delta Mike Zulu Formation. Straßburg Tower, bonjour and good day, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Zulu, Straßburg, bonjour. Delta Mike Echo Mike Zulu, we are a formation of 2 Microlight aircraft, Delta Mike Echo Mike Zulu and Delta Mike Golf Tango Zulu, each POB2 VFR with flight plan from Echo Delta Romeo Echo to Lima Foxtrot Lima India. Current position is 5 minutes north of reporting point November. Request crossing control zone via November to Sierra. Mike Echo Mike Zulu, Squawk 6101, confirm requested altitude.
Delta Mike Echo Mike Zulu Formation. Altitude is currently 2100 feet and squawk 6101 is coming up. Delta Mike Zulu Transit is approved at 2100 feet. Report if you ever change altitude. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation will inform about changing altitude 2100. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, position is November and 2100 feet. Wagon 67, la tour, rebonjour, je vous écoute. On a décollé de l'hôpital de NHC pour aller sur l'hôpital de Mulhouse et une montée vers 2500 pieds si c'est possible. Possible, Wagon 67, le transit 2500 pieds approuvé, rappelez sortie de CTR pour quitter. Je monte à 2500, je rappelle la sortie de CTR pour quitter ma grande salle. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, did you copy? We are outbound November in 2100 now. Speed Mike Zulu, report before crossing the axis. Delta Mike Echo Mike Zulu will report crossing axis. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, position is outbound Whiskey Alpha in 2000. Delta Mike Zulu, report leaving the CTR. Delta Mike Echo Mike Zulu will report leaving CTR for Delta Mike Zulu Formation. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, traffic in your 12 o'clock opposite direction, 200 feet below you, 2 miles and a half. It's Cessna 172, report in sight. Delta Mike Echo Mike Zulu, that is copied, looking out and will report traffic. Cessna, ich seh's auch nicht. Ich hab's auch nicht auf dem Bildschirm. Nein, das ist kein Flaum. Nein. Gehst du durch? Ah, ja. Passiert uns auf der rechten Seite. Delta Mike Zulu Formation, traffic inside. Vers presque juste au-dessus de vous, vous êtes numéro 1, autorisé option piste 05, vent 0,40 degrés et 4 nœuds. 05, autorisé option Fox Alpha Mike. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, the traffic is now just behind you, no longer a factor. Delta Mike Zulu, roger. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, leaving your airspace, position is Sierra in 2000. Thank you and bye-bye. Max Zulu, squawk 7000 and lift frequency. Have a good flight, bye bye. Thanks for crossing. Encadrement main gauche 05. Bravo Fox, any speed restrictions for us? 0. Den kriegen wir schon. Ja, schon klar. Thank you. 7200, encadrement par la gauche. 1, 2, 2, 5, 5, 5. Michael, auf der Welle. Jo. Wir wechseln nicht nach Straßburg, das lohnt sich kaum. Wir wechseln sofort nach Bale. Info 130900. Alles klar, jetzt schon? Ja, die hören uns schon. Ich werde aber noch ein paar Minuten warten. Ich werde auch an dieser komischen, an diesem Kringel, der hier ist, noch vorbeifliegen. Und unmittelbar darunter beginnt die 4 Bale schon. Alles klar. Mein Garmin informiert mich exakt über die momentane Geländestruktur. Man sieht hier die Schweizer Grenze und auch die Spitzen des Jura. Alles Schwarze ist eine sichere Höhe, die gelben Flächen sind kritisch, ca. 500 Fuß, also etwa 150 Meter, die roten sind die Bergspitzen auf gleicher Höhe oder darüber. Man erkennt sofort, dass es in dieser Höhe nur 4 sichere Wege über die Berge gibt. Und an mindestens einer Stelle muss es auch noch mit den Wolken passen. Doch wir finden eine Lücke. Gleich das zweite Tal lässt einen freien Blick bis hinunter zum Genfer See zu. Mein iPad zeigt eine ähnliche, aber nicht identische Information. Im oberen Teil ist das Höhenprofil in Flugrichtung abgebildet. Im unteren erkennt man die Flugroute und die Lufträume. Die grüne Linie stellt den Bereich am Boden dar, den ich im Segelflug, also ohne Motor, im Notfall erreichen kann. Es ist auch wichtig, dass wir in etwa diese Route fliegen, denn der IFR Waypoint Bibot ist die Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz und damit ein wichtiger Punkt in unserem Flugplan. Den müssen wir einigermaßen einhalten, ansonsten müsste ich die Änderung unserer Flugroute melden.
Kurz vor Bibot melde ich uns dann beim Streckenlotsen von Genève Info an. Mike Juliette, indiquez la suite de la route. 4 sur Bonneville. Mike Juliette, c'est parfait. Alors rappelez-moi Bonneville et évitez bien la CCR de Genève. Merci Mike Juliette, je rappelle Bonneville et j'évite la CCR de Genève. Voilà, das können wir noch machen. 135,58. Herbert, bist du auf der Welle? Ja. Da vorne kommt ja gleich ein 1000 Fuß AGL Charlie Luftraum. Ne? Müssen wir noch ein bisschen runter, denke ich. Ja, wir müssen runter. Ich will mal gerade in die Artis reinhören. Von Annemast, aber wir müssen auf jeden Fall runter, das ist richtig. Zero, holding bay. Zero, four, close. Wind. Zero, four, 0 degrees. 1-1 knots. Visibility, 1-0 kilometers or more. Touchdown zone, 1-0 kilometers or more. Cloud, field, 3,500 feet. Scattered, 4,000 feet. Broken 6,000 feet. Temperature 2-1. Deer point 1-2. QNH 1-0-1-9er. No think. Geneva Information Whiskey. Ich hab 04 verstanden, Herbert. Ja, aber leider gibt's keine 04. Wir haben die 1-2-3-0. Hab ich das scheiß Ding, Annemas. Hey, 3-0-1-2, ja. Yep. Delta Romeo, QNH 1019, rappelez Col de la Fossile. Delta Mike, Echo Mike, Zulu Formation, Airport Annemas is inside. Delta Mike Zulu, Roger, you may leave. Annemas 125.875. Goodbye. Delta Mike Echo Mike Zulu will contact Annemas Air to Air 125.875. One question left. Is it possible to close our flight plan? Landing is safe. Delta Mike Zulu, negative. I'm not allowed to close it on the French territory. You will have to do it on the ground with Annemas. Okay, understand. Roger. Thank you and bye-bye. Hi. Da hat sie recht. Jo, das passt mal am Kummersee schon mal. Hab ich nicht dran gedacht. Annemas Airport, good day and bonjour. Delta Mike Echo Mike Zulu. Bonjour. Bonjour, Delta Mike Echo Mike Zulu. We are a formation of 2 Microlite aircraft. Delta Mike Echo Mike Zulu and Delta Mike Golf Tango Zulu. VFR with flight plan from Echo Delta Romeo Echo. Current position is 2 minutes northeast of your airport for landing, please. Runway 30 in use. Zero, yep. Delta Mike Zulu formation, runway 30 in use. Wunderbar. Delta Mike Zulu, position Romeo in 2900. Next report, downwind runway 30. Delta Mike Zulu, turning downwind 30. Delta Mike Zulu, turning base 30. Erstmal jetzt, dass ich war schon dreimal hier, aber zum ersten Mal komme ich von hier. Okay. Ja. Und da werden wir bis ganz hinten fliegen und dann rechts raus.
Delta Mike Golf Tango Zulu, turning downwind 30. And Delta Mike Zulu, turning final 30. Delta Tango Zulu, turning base 30. Sollten wir hier sein? Viertel nach sechs. Jetzt haben wir sechs. Hey, was ist hier los? Golf en début de flotte arrière 30, en montée vers 3500 pieds. Die Minute, 3 Stunden. Delta Mike Golf, Tango Zulu, turning final, 30. Da Romeo 400, guck mal, Robins ohne Ende. Delta Mike Zulu, runway vacated. Golf en fin de vent arrière, 3500 pieds, on quitte le circuit au cap 120 avant d'aller direction la route. Normalerweise sind da auch Plätze, also wir müssen nicht unbedingt daneben. Immer hier gestanden, gucken, ob es die Striche noch gibt. Da stehen meist größere. Das ist ein Haus da, ne? Okay, ja. Ja, genau. Nehmen wir gleich den ersten hier. Bitte? Ist der Mike schon unten? Ja, da, ah, da, er, ist er. Ja, da ist er. So, willkommen in Annemas. Merci. Meine Batterie zeigt wieder 89%, alles ja, cool. Wunderbar. Delta Mike Zulu, leaving frequency. So, das Wichtigste für heute ist geschafft. Exakt 3 Stunden und 3 Minuten haben wir gebraucht für dieses erste Leck. Trotz der Jura-Wolken ein komplett problemloser Flug. Wir machen nun eine Stunde Pause und fliegen dann noch eine Dreiviertelstunde bis nach Grenoble.